Hallo, wir sind da. Oh, ich bin da. Mein Gott, ich kann es nicht glauben. Es ist so toll. Ich schneide das nachher noch. Nee, musst du nicht. Ich würd, das, genau muss man das so reinsetzen, wie wir wirklich sind. Ne? Okay, dann bleibt das so drin. Wir so, schneiden wir jetzt nicht. Erste Frage. Was? Erstmal, wir sagen willkommen, ne? Liebe Hörer, liebe Zuschauer von Radio VR. Ja. Wie ihr merkt, ich habe heute nicht viel zu sagen hier. Ich wollte gerade anfangen, Ross Anthony, Moderator, Musiker, Entertainer. Die Frage kann ich mir sparen, ihr seht es ja selber. Also, du hast auch Model vergessen, ne? Model? Model, ja. Ich habe auch früher gemodelt. Für Unterwäsche? Unterwäsche, nee, keine Unterwäsche, nur noch, Gott sei Dank. Die Leute hatten nichts gekauft. Obwohl, ich muss sagen, die Unterwäsche, die ich heute anhabe, sind wirklich schön. Mm. Echt? Welche Farbe? Weiß. Weiß? Mm. Pur weiß? Pur weiß, ja. Wow. Wir schneiden das wirklich nicht. So, jetzt haben wir mal so ein bisschen an. Irgendwie ist das Thema bei mir immer Unterhose. Es kommt immer von mir, glaube ich. Ich habe grau. Du hast grau? Ja. Das ist, weil die so schmutzig sind. Ja. Sind die Nein. So, wir fangen an. Liebe Freunde von Radio VR, vor allen Dingen liebe Freunde. Das hast du schon gesagt, ne? Ja. Liebe Freunde von Ross Anthony. Frau Rust? Ich glaube, ich muss wirklich schneiden nachher. Wenn ich das alles mit reinnehme, das glaubt mir kein Mensch. Obwohl andersrum. Ich habe Schmerzen. Okay. Herzlich willkommen bei Tatort Radio VR. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Tatort Radio. Das war, das Interview ist noch vorbei. Nein. wir haben heute einen wirklich sehr, sehr, sehr lieben Gast heute bei uns im Studio, den Ross Anthony. Nicht nur, dass er tierisch lustig ist, also ihr habt es ja gerade schon mitbekommen, sondern, jetzt muss ich alles aufzählen, Moderator, Musiker, Entertainer, Model, aber nicht für Unterwäsche. Hat er Wert drauf gelegt. Du hast ja im Grunde genommen eine ganze Menge in deinem Leben schon gemacht, ne? Ja, es ist kaum zu glauben, dass ich dieses Jahr 21 wird, nee 42, aber ich habe schon, Gott sei Dank, und ich bin sehr dankbar dafür, sehr viel in meinem Leben gemacht schon, und es ist wunderschön, was ich alles erlebt habe. Wolltest du es alles ausprobieren, oder ist es einfach auf dich zugekommen? Du bist ja mal angefangen mit Brosis. Meine Mama hat immer gesagt, man sollte das alles machen, wo man wirklich Spaß dran hat. Ne? Und okay. Sie hat gesagt, das Leben in diesem Beruf, in diesem Musikberuf kann sehr kurz sein. Ne? Und man sollte wirklich das alles nehmen am Anfang, was man kann, und das alles genießen. Und dann man sieht, wenn man die Chance hat, jahrelang dabei zu sein, man kann dann natürlich dann im Prinzip entscheiden, was man macht. Und ich wollte das, weil ich das gerne machen wollte. Ne? Also es ist nicht, dass alle vier Sachen, auch Model wolltest du machen oder was? Oh, ich habe nur ein paar Mal gemodelt, ne? Das war ein bisschen... Brauchte Geld. Ich brauchte Geld. Nee, ich habe kein Geld bekommen. Das war wirklich so. Nee, also egal. Heute willst du viel Geld kriegen. Wirklich viel, viel Geld von dir, ne? Ja, ja, von mir? Gehört, ja. Nee, also heute werde ich... Nee, ich bin ein bisschen so ein wie sagt man das, ein bisschen ausführlicher Model jetzt inzwischen. Ne? Deswegen, dass mein Kissen vor mir ganz schön liegt, weil wenn ich so sitze und hier so, dann sieht man meinen Bauch. Und ich habe natürlich... Also habe ich auch. Ja, und es gehört dazu. Ne? Ich bin auch nicht böse deswegen. Ne? Ich werde immer älter und dazu kommen auch die Kilos drauf. Und ich bin kein Model und ich habe mich nicht verkauft, weil ich so 76 Kilogramm so wiege. Ne? Nein, du bist ja... Einfach Ross Anthony. Mm. So, und genau, und die meisten Zeit bin ich sowieso nur so hier im Kamera zu sehen. Weil die Kamera und das reicht mir. Ja. So diesen mittleren Bereich ist immer irgendwie aus dem Bild. Oh. Hast du die beim MDR darauf hingewiesen, dass du deinen Bauch nicht mit dem Fernsehen haben möchtest? Ich habe schon gesagt bei MDR, es wäre mir immer schön, wenn man nur Beauty-Shots machen könnte. Oder von Weitem. Also ganz hinten in der Halle hingestellt. Ja, und aber die sind echt super. Die sagen halt, ja, wir versuchen unser Bestes, aber du weißt, Ross, wir müssen manchmal die komplette Ross zeigen. Ne? Und ich habe gesagt, dann habe ich schwarz an. Schwarz macht lang. Ja. Lila auch. Lila auch? Mhm.
Du hast aber beim MDR meistens eine rote Jacke an, ne? Genau so. Ich verstehe, warum wir auf Schwarz und Lili jetzt gerade gesprochen haben. Obwohl, rot habe ich ja hier auch. Rot. Und das ist ein ganz tolles Bild hier hinten. Wow. Hast du das selber gemacht? Ja. Super. Das ist einfach nur... Ja, sonst, warst du spazieren gegangen oder so? Ne, war beim Autofahren. Beim Autofahren. Und dann wurde auf einmal die Fotos einfach gemacht. Das hat deine Frau gemacht, ne? Ja. Ja. So, Lille, jetzt haben wir es 2001, 2006. Das ernste Leben beginnt mit Brosis. Genau. Wie ist die Sendung nochmal? Ich habe es ja gesehen. Popstars. Popstars, richtig. Mhm. Und ich habe echt auch nicht gedacht, dass das so lange, dass wir so lange zusammenhalten würde, weil wir wurden zusammengewürfelt, ne? Und ja. So, wir waren 6 wirklich unterschiedliche Charaktere. Wir waren wirklich unterschiedliche Menschen, obwohl das irgendwie doch funktioniert hat. Und wir waren 5 Jahre lang zusammen und 5 Jahre tolle Erfolg gehabt. Und ich werde immer dankbar sein, na, immer dankbar, dass ich diesen Weg genommen habe. Wunder auf dem musikalischen Weg, ne? Und da zu gewinnen ist ja nicht unbedingt ganz so schlecht. Nicht schlecht, war auch nicht ganz so einfach. Auch nicht, da gab es schon Konkurrenz, ne? Genau, aber viel, ne? Ich, ja, ja. Ich bin von 11.720 Leute, habe ich das geschafft, in den Band damals reinzukommen. Obwohl, deine eigentliche Karriere ist ja schon wesentlich früher angefangen. Mhm. Du warst ja schon mit 3 Jahren auf der Bühne. Was hast du mit 3 Jahren auf der Bühne gemacht? Mein Papa hat einen Polizist gespielt auf der Bühne, ja, und ich wollte unbedingt zu ihm hoch, um zu sagen, bitte, da, Papa, ich will auf die Toilette. Und ich bin wirklich hochgegangen und habe ihm so gezogen die ganze Zeit. Und er war so, Ross, ich spiele jetzt gerade. Das war wirklich vor einem ausverkauften Haus. Ne? Da waren bestimmt so 500 Leute, die waren alle am Lachen und die fanden das ganz toll. Mein Papa hat das mir alles erzählt. Und dann meine Mama musste dann auf die Bühne kommen, mich holen und auf die Toilette gehen. Ich glaube, es hat früher angefangen. Ja, wollte gerade sagen, man, du bist ja heute genauso, wenn du gerufen bist auf der Bühne oder, ne, dann gehst du auf der Bühne und fertig. Ja. Aber die meiste Zeit vergesse ich immer vorher auf die Toilette zu gehen. Das ist immer lustig, ne? Ich stehe dann auf die Bühne, ich bin so, oh, ich hätte das lieber machen müssen, ne? Weil dann, oh, und ich sagte das Publikum so, und ich war so, tut mir leid, wenn ich so komisch laufe, aber es gibt einen Grund dafür. Ich bin immer so schnell begeistert, ne? Wenn man begeistert ist, dann muss man öfters auf die Toilette gehen, habe ich das Gefühl. Bei dir ist bestimmt was anderes, aber... Ich trinke pro Tag 3 bis 4 Liter Wasser. Wirklich? Manchmal lege ich mir eine Pipeline. Deswegen, dass deine Zähne so schön sind. Die sind wirklich schön. Guck mal hier. Wow, aber wirklich. Ist ja so weiß. Ich habe einen guten Zahnarzt. Ist das ein Bleaching? Nein. Nein, kein Bleaching. Sprechen wir nachher drüber. Also, nimmst du die abends raus? Was ihr nicht seht, liebe Zuschauer, ne, es ist die wunderbare Frau von ihm, hinten lacht sich tot. Sie weiß Sachen, was wir nicht wissen. Sollten. Versuch mal, irgendwie das wieder auf normalen Level zu kriegen. 1995, seitdem bist du diplomiert sogar. Ja. In Dance und Drama, wobei genau. Ich mir Drama überhaupt nicht vorstellen kann bei dir. Nee, überhaupt nicht, ne? Nein. So ein Talent hätte ich nicht oder habe ich nicht gehabt, ne? Aber es ist... Ich weiß nicht, wie es privat bei dir aussieht, ob sich da Dramen abspielen, aber du als Diplom im Drama... Kannst du vorstellen, dass ich ein Diplom habe? Ich glaube, die haben mich einfach gegeben, weil ich zu viel... So, bitte nimm das doch. Er muss wieder raus. Geh weg. Aber wie bist du auf Drama gekommen? Wolltest du das unbedingt machen? Wo ich wirklich Glück gehabt hat, war, meine Mama hat ins Theater gearbeitet, meine Schwester hat für große Filme die Kostüme genäht und gemacht und so. Und mein Papa hat auch im Chor gesungen und so. So den Weg war für mich schon gemacht. Ich musste eine Geschichte von meiner Schwester erzählen, das war ganz toll. Sie musste immer ganz große Stars wie Sylvester Stallone und viele verschiedene, ja, Arnold Schwarzenegger und so. Sie musste die immer so ausmessern und so. Und Sylvester Stallone hat nie Unterhose an, ne? Wenn er zählt. Und sie hat sich umgedreht und so. Na, mein lieber Silvester, was soll ich denn messern? Und ich fand das so lustig. Ich habe mich totgelacht. So. Nee, nicht wirklich. Sie war wirklich so, oh, das kann nicht sein. Weil und er war so, ja, aber ich habe nie Unterhose an. Ich habe gesagt, ja, für mich musst du das eigentlich haben. Ne? Aber es war super. Was soll ich denn messen? Mann, du hast ja mal eine ganz, ganz tolle Rolle gehabt, in der du nicht mal aufgefallen bist. Welche ist das? Tabaluga. Ah, Tabaluga. Aber Tabaluga war eine tolle Show. War ein tolles Musical. Das Musical ist toll. Ja. Vor allem, man hat dich ja nicht gesehen, außer in dem grünen Umhang. Nein, man hat mich doch gesehen. Ich war nicht die Drache, das hat eine Tänzerin gespielt. Ich war der Sänger Tabaluga. Ach so. So, ich bin doch auf die Bühne gekommen und habe getanzt mit dem Drache neben mir.
Ach so. So, die Leute haben es gesehen, ich war die Stimme von Tabaluga, weil Tabaluga eigentlich kann jetzt sprechen, ne? Na, normalerweise kann nur singen. Nicht so richtig. Mhm. Und im Heer hast du, bist du auch... Ich will Feuer spucken, mich in Bäumen jucken. Ja, so was. Ich fand es ganz toll. Es war ein ganz tolles Musical. Wir sind so, wir haben so Aufzüge gehabt, wo wir wirklich vor die Bühne rausgesprungen sind. Oh, fantastisch. Ganz toll. Ja. Und das war schon 97. 97, so lange her. Oh, ist der Wahnsinn, wie jung ich noch bin. Ja, 22 gerade geworden. Genau, 97, das passt ja noch. Ja. Hat sogar Tabaluga noch gepasst. Und Claude hast du noch gespielt? Claude bei Herr, genau, ja. Und das war auch eine lustige, das muss ich auch dir erzählen. Immer. Das war ganz toll. Vor Ende erste Akt, ne, wir müssen uns alle natürlich ausziehen. Und wir mussten da nackt stehen. Ne? Das ist was passiert in Herr. Und wir stehen alle in einer Reihe. Und alle da, nackt. Alle nackt, aber da kommt immer so ein durchsichtiges Vorhang vorher runter, dass man nur so die Silhouette sieht. Ne? Und bei mir und meine Freundin natürlich hing diesen blöden Vorhang ganz oben. Und du siehst, wie die Katja hieß sie. Sie hat so an diesen Vorhang gezogen, dass der ganz kompletten Ding runtergefallen ist. Und in die erste Reihe, bestimmt in der ersten Reihe, waren laute Fans, die immer so klick, 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 klick. Und ich stand wirklich natürlich da und alle, und bei Katja, weil sie war sehr, sehr große, schöne Dekolleté, und das war so schlimm, weil sie müssen da und da halten, und ich habe so gelacht und alle haben gelacht und wir sind von der Bühne runtergerannt. Jetzt machen wir mal einen kleinen Aufruf. Wer 1997 die Bilder hat, diese Bilder hat, bitte schickt sie uns zu, wir können euch darüber sprechen. Der musste welche haben, weil ich erinnere mich, dass Leute das wirklich fotografiert hat, weil da war ein Blitzer halt. Ne? Okay. Und das ist Bremen. In Bremen war das. Aber wir versprechen auch aber dazu, wir werden das vorher mit Ross absprechen, welche Bilder wir veröffentlichen könnten. Du kannst gerne verwenden, aber du musst natürlich einen Ping vor mein Ding machen. Kann mein Computer nicht. Ein Ping vor mein Ding. Die Leute werden denken, dass wir alle bekloppt sind. Finde ich toll. Finde ich ganz toll. Super. So, irgendwann kam der Ross mal richtig zum Singen. Und zwar war es eine heimliche Liebe. Richtig zum Singen. War es eine heimliche Liebe zur deutschen Musik? Oder ja, war es einfach mal, ich möchte es mal probieren. Nee, das war mit Coversongs angefangen, meine neue Liebe. Ja, aber ich wollte unbedingt immer Schlager machen, aber es gab nie die Möglichkeit dazu, wie du selber sagst. Ich habe Musicals gemacht, dann kam Broses, dann kam diversen so TV-Geschichten und so. Und dann hat eine Plattenfirma, Telamo, mich angesprochen, weil die haben gesagt, wir sehen dich wirklich in die Schlagerbranche. Ja. Und es war wirklich mein Wunsch erfüllt, weil ich wollte das immer machen. Und ich bin immer mit Leuten wie Jürgen Drews oder Antonio aus Tirol oder Roberto Blanco aufgetreten, aber nie dann wirklich selber in diese Schiene reingekommen. Und dann hatte ich die Möglichkeit für 3,5 Jahre. Du hast aber keine Angst gehabt, weil der englische Slang doch ein bisschen bei dir drin ist in der Stimme. Davor hast du aber keine Angst jetzt gehabt. Weil du gesagt hast, ich bin jetzt halt nicht weitergekommen mit deutscher Musik. Ich finde es sogar richtig süß, muss ich dazu sagen, wenn so ein bisschen Slang mit drin ist. Ja, aber das ist, was viele Fans auch sagen. Die haben gesagt, versuche dich auch nicht zu ändern, dass du zu perfekt wirst, weil das ist was dich besonders macht. Ne? Und wenn man deine Lieder anhört, wenn so ein Wort kommt, wo man ein bisschen so, das ein bisschen so nicht so deutsch spricht, dann ist es immer so, es ist unser Rossi. Ne? Ja, das finde ich süß. Ist halt Ross. Genau, und dann, ihr kennt meinen Songs dann immer wieder, was eben so ein blödes Wort da drin ist. Und dann kam irgendwann nochmal deine erste Begegnung mit Pferde. Und zwar hast du dann in 2014, im Oktober, bist du mit Goldene Pferde auf den Markt gekommen und direkt mit dem zweiten Album auch schon in die Charts rein. Jetzt muss ich aber gucken, auf 65 eingestiegen. Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet. Ne? Ich war echt wirklich so zufrieden. Weißt du, so viele Menschen heutzutage versuchen, in den Charts reinzukommen. Es gibt so viele Künstler und es ist kein Nummer 1 natürlich, aber für mich, es war ein super Einstieg. Ne? Weil die Leute mussten sich erstmal mit mir ein bisschen aufwärmen, dass die glauben, dass ich Schlager wirklich toll finde. Und das haben die inzwischen kapiert. Ne? Ich habe meine Shows bei MDR. Wollte ich gerade sagen, dass meine Schlagerwelt, da kommen wir noch irgendwann mal drauf. Gut, können wir auch direkt einen Schritt weitermachen nach Goldene Pferde. Halt, kam halt deine Schlagerwelt beim MDR, die ist jetzt sogar in 2016 verlängert wurde. Warum auch immer, auf 90 Minuten verlängert worden. Vorher war es, glaube ich, 45. Mhm.
Und jetzt doppelt so lang. Ja, weil die Quoten entsprechend waren bombastisch, muss ich sagen. Und wir waren alle super happy. Und dann hat MDR entschieden, es gibt zu wenig Starke im Fernsehen. Und weil meine Show gut gelaufen ist, dann machen wir die Verlängerung direkt auf 90 Minuten. Was natürlich für die Künstler gut ist, weil die haben natürlich mehr Sendezeit. Richtig. Und die können mehr Songs performen. Und ich habe immer einen Talk mit jeder. Und das finde ich ganz toll. Und was vielleicht noch sogar noch mit dazu kommt, ist ja nicht nur, dass es 90 Minuten es ist. Du hast schon sagtest, wir haben gerade einen Andy Borg verloren. Was ich muss sagen, ich war total entsetzt und traurig, als ich diese Nachricht gehört habe. Wie kann man so einen Typ aus seiner Show von ihm wegnehmen, der nur fantastische Quoten gehabt hat die ganze Zeit, immer noch mit 53 jung ist und bringt Menschen zum Lachen. Und ich habe mich immer totgelacht, wenn ich ihn gesehen habe. Ja. Der hat so eine Art an sich. Und manchmal, ich muss sagen, machen Leute Fehler, aber er nicht. Der hat es immer alles richtig gemacht. Und ich hoffe, dass die Leute ihm wieder oder irgendjemand wieder sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir müssen Andy Borg zurückbringen. Da gab es ein Zeitungsgerücht, wo es sogar hieß, der Andy Borg hätte sich verwehrt gegen neue Schritte. Zum einen war nachzulesen, man hätte ihm angeblich vorgeschlagen, eine Doppelmoderation. Das hat er auch geschrieben, hat er abgelehnt, wollte er nicht. Ja, kann ich auch verstehen. Weil er ist halt der Musikantenstadel gewesen. Ja, aber das ist halt so, er hat als Einzelfigur oder Person angefangen. Richtig. Und dann die wollten das verändern. Ich kann es verstehen, was verändern, aber der war immer so ein offener Typ für alles. Ne? Ja. Da könnte man ganz locker also mit ihm über alles sprechen. Mit dem Schweizer Fernseher war da irgendwas, was da jetzt auch in den Medien jetzt drin war. Ja, aber du hast ja erstmal deinen Erfolg gehabt, wir wollen jetzt ja nicht nur über Andy Borg sprechen, so leid wie es mir tut auch, lieber Andy. Aber Andy geht's gut, das glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Der hat wahnsinnig viel zu tun, ich sehe ihn sehr oft und er ist immer noch genauso gut gelaunt wie früher. Es tut mir leid, Musikantenstadel war einer der wenigen Sendungen, die wir überhaupt noch hatten. Jetzt haben wir nur noch Kamnebel. Und Silbereisen. Silbereisen, der hat jetzt, glaube ich, 4 Sendungen, der Flo, ne? 5 mit dieser, eins der besten. Ne? So, dann hat der Flöre jetzt auch noch Club 3. Mhm. Und dann Meine Schlagerwelt läuft noch. Meine Schlagerwelt, wo du ja sogar einen persönlichen Rekord hattest mit 400.000 Zuschauern oder über 400.000, waren es jetzt, glaube ich. Das war nur regional, aber wir haben über 1 Million deutschlandweit. Hallo? Mhm. 400.000 war nur im MDR-Bereich. Mhm. Glückwunsch. Das wusste ich nicht mal. Was völlig Neues jetzt für mich. Und über 1 Million deutschlandweit, was Wahnsinn. Hammer war. Und was schön ist, meine Weihnachtsshow ist auch super gelaufen mit 520.000 regional und wieder auch über 1 Million deutschlandweit. Es ist krass und es zeigt wirklich wieder, dass Leute immer noch Schlager gut finden. Ne? Da hattest du nicht auch in der Weihnachtsshow sogar 2 Songs mit Paul sogar noch gehabt? War das nicht in der Sendung? Das war mit Carmen Nebel. Das war Carmen Nebel? Hm. Nein, das war mit Florian Silbereisen, habe ich mit Paul gesungen. Irgendwo war eine Weihnachtssendung. Genau. Oder 2 Songs mit Paul zusammen. Genau, das war. Super. Hm. Jetzt haben wir das neue Album. Jetzt Tatort Liebe. Ja. Bei uns wird nicht geballert, keine Maschinenpistolen, sondern wir haben einfach nur Tatort Liebe. Kommt am 12. raus. Aber jetzt würde ich mich freuen, wenn du einfach was dazu sagst. Du hast das angehört und deine Meinung ist auch mir wichtig. Ne? Die Meinung ist im Grunde ganz einfach. Viele kannten bis jetzt den Ross Anthony als Anführungszeichen jetzt wirklich nicht despektierlich gemacht als den bunten Vogel in der Schlagerwelt. Mhm. Jetzt kommt ein neues Album, Tatort Liebe. Ich habe es auch hier liegen. Also wie gesagt, ab 12. auch zu kaufen. Und das Wichtigste für mich, auf einmal kommen Songs dabei, die einen völlig anderen Ross Anthony zeigen. Das heißt tiefgründig, wo du wirklich auch Liebe transportierst. Mein Lieblingssong war bis jetzt nur mit dir an meiner Seite. Ich habe das erste Mal bei mir im Radio auch gehört. Das war eigentlich ein Song für meine Fans, weil nicht nur für meinen Mann Paul, aber ich bin nur hier, weil meine Fans mich über die Jahre so unterstützt haben. Und das ist wirklich nur mit dem an meiner Seite. Aber ich sprich damit jeder Einzel an. Ne? Nur mit der an meiner Seite habe ich das wirklich geschafft, hier zu sein, wo ich jetzt bin. Und meine Fans wissen, dass ich sehr dankbar bin. Und weil ich einen Kaffee habe, ich kann viele von meinen Fans auch treffen und auch regelmäßig. Und da freue ich mich immer sehr, weil ich muss nicht immer nur über mich sprechen. Ich mag das auch über denen auch was zu hören und was in deren Leben, ihrem Leben passiert. Letzten Endes sind es auch die Fans, die dich oben halten, in der Mitte halten oder auch fallen lassen können. Ja. So, und das über Jahre. Ne? Ja, manchmal sehe ich aber einen Trend bei Kollegen von dir, die oftmals nicht mal mehr Meet and Greets machen,
die den Fan auch nach dem Konzert auch vielleicht mal stehen lassen, was ich nicht nachvollziehen kann, weil letzten Endes jeder Künstler ist auf diesen Applaus. Aber das mache ich nie. Ich gehe immer zu meinen Fans. Finde ich in Ordnung. Absolut, weil es sind ja deine, diejenigen, die dich ja oben halten. Ja, aber das Ding ist, dieses Wort Fan finde ich auch nicht so toll. Ne? Die sind eine, wie ich sage immer so, ein Teil meiner Familie geworden. Ne? Und es ist wirklich so. Weißt du, wenn ich kenne viele Fans jetzt inzwischen sehr gut. Sehr gut. Und wir haben so ein ganz enges Verhältnis zueinander. Und ich freue mich immer so sehr, wenn ich die Menschen auch sehe. Und deswegen, dass ich sehr häufig bei Facebook bin, weil ich habe wieder diesen Bezug zu den Menschen. Fällt mir auf meiner Seite. Da habe ich wieder irgendwas stehen. Heute Morgen war es ein Bild vom SWR. Habe ich direkt gesehen. Du grüßt ja, selbst wenn du in den Garten reingehst und baust da dein Gartenhäuschen fertig, zack, sind da Bilder drin. Ja, aber nee, das Gartenhäuschen zusammenbricht, ist ja egal. Genau, das ist nicht, ich gehe nicht zu privat, aber ich will natürlich die Leute das zeigen, wie mein Leben ist und was ich auch tue, weil ich bin auch ein normaler Mensch, wie jeder andere. Klar. Und weißt du, ich liebe meine Hühner und die kriegen auch Hühnerbilder, ne? Das ist für mich. Und ich habe selber Kuken, die ich selber so gezüchtet habe, sozusagen, okay. Und ich ben sehr stolz drauf. Die sind 10 unterschiedliche ganz tolle Hühner und die sprechen mit mir. Es ist wirklich so. Und ich habe so Aufnahme, wo sie okay. Die Leute werden denken, dass ich wirklich bekloppt bin, aber ist nicht schlimm. Hat was mit bekloppt zu tun? Es ist ein Hobby. Aber der Grund, warum ich dieses Album wirklich, es ist wirklich mir sehr wichtig, ist, weil es kommt von Herzen. Es ist eine Geschichte über Liebe. Es ist hat einen klaren Faden durch die ganze Lieder. Gute Laune bis zur Emotion. Genau. Und im Grunde alles an in diesem Album. Zum ersten Mal richtig. Vorher war ja einmal Coversongs. Genau, weil ich wollte unbedingt die Leute zeigen, dass ich singen konnte, ne? Oder dass ich mich Schlager identifizieren konnte. Und die Coversongs hat mein Leben geprägt. Ne? Und Goldene Pferde war vielleicht ein bisschen mehr Richtung den lustigen Ross Anthony aufgebaut. Ja. Und jetzt kommt auch ein Ross Anthony, den ich auch ganz ehrlich so nicht erwartet habe, wo es wirklich ganz tief reingeht, wo wirklich auch mit Emotionen gespielt wird, was ich persönlich absolut klasse finde. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Das ist dank meiner Songschreiber auch, ne? Weil er hat mich stundenlang zugehört, hat alle meine Geschichten aufgenommen im Kopf und dann ist weggegangen und haben Songs daraus gemacht. Ne? Du hast ja sogar einen Swing mit drin. Ja. Pop-Schlager ist klar, weil Pop-Schlager oder Pop und Schlager oder Deutsch-Pop und Schlager ist ja fast alles irgendwie gleich. Ähnlich. Aber selbst Swing auf einer deutschen Platte und das von Ross Anthony, damit hatte ich nicht gerechnet. Nee, und du swingst auch ein bisschen jetzt gerade, ne? Mit deinen Füßen. Ja, also, ne? Frage, die ich noch habe, bevor wir auf das ganz Ernste gleich noch kommen, was ich noch habe. Man kann ja nicht sagen, dass du unerfolgreich bist. Sprich, du bist sehr erfolgreich. Wie gehst du mit diesem ganzen Erfolg um? Bist du völlig bodenständig geblieben? Abheben tust du nicht, das haben wir gerade vorne schon gemerkt. Absolut nicht. Wie gehst du mit diesem Erfolg um? Das ist eine gute Frage. Wie gehe ich mit dem Erfolg um? Ich bin halt ein normaler Mensch und ich sehe mich persönlich nicht so ein großer Star. Und dafür, ich glaube, es ist ganz einfach für mich. Es ist kein Job für mich, es ist meine Leidenschaft. Ja. Und dass ich das auch machen kann und viel davon machen kann, das ist das Schönste überhaupt. Ich kann das leider auch nicht so richtig beantworten, weil ich habe mich in meinen Augen auch nicht verändert. So, ich gehe ganz normal dann, ne, mit den Erfolg rum. Das liegt wahrscheinlich auch daran, wie du... Weißt du, was ich ganz toll finde? Ich sehe andere Prominente, wie die sind, ne? Und wie sie sich krass verändert haben und sehr hochnäsig sind. Und ich schaue mir die immer an und sage halt, da möchte ich nie hin. Und es ist, aber das ist dank solcher Menschen, die halten mich immer unten auf dem Boden, weil wie die manchmal mit Fans umgehen und wie die einfach nur den roten Teppich entlanglaufen und dann wieder weggehen und nicht auf die Veranstaltung zu gehen, das macht mich immer so traurig, ne? Wenn andere Leute, die gerne auf diese Veranstaltung gehen möchte, und die anderen gehen da, um nur einfach Fotos ins Magazine zu bekommen und so. Finde ich schrecklich. Jeder Künstler, der auf der Bühne steht, muss auch froh sein, wenn unten seine Freunde oder Fans unten stehen, zujubeln, Applaus geben, wenn er was gut gemacht hat. Dieser umgekehrte Weg, dass es einige mittlerweile nicht mehr machen und direkt nach dem Konzert auch einfach gehen, kann ich nicht nachvollziehen. Nee, kann ich auch nicht. Weil diese Dankbarkeit gegenüber den Leuten, die ja auch eine Ross Anthony CD kaufen, hoffentlich, und das so viele wie nur möglich, die am 12.02. außerdem rauskommt,
dem muss man ja dankbar sein, finde ich zumindest. Ja. Ich bin ja meinen Hörern genauso dankbar, dass sie auch unser Radio mal einschalten, so ab und zu zumindest mal. Ne? Ach, das machen die. Hoffentlich sehr oft. So, jetzt kommen wir zu den ganz ernsten Themen des Lebens. Berge oder Meer? Berge auf jeden Fall. Ich bin sehr oft in den Bergen, ob das in Österreich ist oder der Schweiz und so. Und es ist so eine tolle Luft da oben. Und ich gehe auch gerne wandern. Ich bin auch mit meinen Fans auch ein bisschen durch die Berge und Landschaft gewandert. Und es ist ein tolles Gefühl und ich fühle mich frei. Okay. Und im Meer habe ich sowieso Angst wegen die Tiere. Hotel oder Camping? Hotel auf jeden Fall. Ich würde gerne Camping gehen, aber mein Mann Paul sagt, das ist das grausam, was er machen könnte. Und würde auch nicht. Der macht das in ein schönes Bett und dann kann er auch baden im Hotel. So, Hotel ist schon ganz toll. Sport oder Couch? Ich würde gerne Sport machen, aber ich mag zu viele Serien. Okay. Sport mache ich im Schlaf. Klar. Ja, wirklich, also, in meine Träume, weißt du? Und ich habe mein Fitbit und ich kann dir das schon erzählen, ich habe jetzt gerade über 5000 Schritte heute gemacht, was eigentlich super ist, weil ich bin sehr lange im Auto gesessen. So, ich habe meine Füße so gemacht im Auto. Wahrscheinlich musst du ja ein bisschen schieben beim Fahrer. Ich habe einen ganz tollen Fahrer, der, wenn es nur 2 Stunden dauert, eigentlich von einem Ort zum anderen, hat er immer 5 Stunden oder braucht er immer 5 Stunden. Ich frage mich nicht, warum. Das schafft er, ja. Ja, es ist ganz toll. Ne? Ja. Deswegen wahrscheinlich deine 5000 Schritte, weil ab und zu ausgestiegen ist, hat ein bisschen andere Schuhe von hinten. Fußball oder nebenbei gelaufen. Fußball oder Golf? Golf auf jeden Fall. Ich bin ein Golfspieler. Echt? Ich habe ein Handicap. Ich habe jetzt 25 und ich spiele auch sehr oft, sehr gerne, okay. Sehr oft. Ich bin ein Teil der Eagles Club. Das ist eine prominente Golf Charity Club. Olaf auch mit drin? Genau, Olaf ist auch drin. Ich habe mit ihm auch ein paar Mal gespielt. Wir verstehen uns auch super und wir sammeln natürlich durch unsere Golf viel Geld für gute Zwecke und die machen einen ganz tollen Job. Letztes Jahr haben die über 20 Millionen eingassiert und nicht ein einziger Cent bleibt bei denen. Es geht wirklich alles raus am guten Zweck. Tipp, spiel nur nicht Tennis gegen Olaf. Ich spiele auch Tennis, ich kann auch Tennis gut spielen. Auch gut. Ich bin ein guter Tennisspieler. Olaf war ja mal, nicht nur, dass er ziemlich hoch gespielt hat, er ist ja auch Tennislehrer gewesen. Er war auch Lehrer. Tennislehrer. Ja, aber mit 18, ne? Ja, klar, mit 18, ist schon lange her. Wie alt ist er jetzt überhaupt? Hat er bald Geburtstag? Ja, wie alt ist er jetzt? Wie alt wird er? Über 50. Wow. Das sieht ja noch gut aus mit seinen Rosen. Na ja, klar. Stefan Raab oder Mario Barth? Oh, das ist eine gute... Aus Loyalität muss ich sagen, Stefan Raab, obwohl ich einmal bei Mario Barth in seiner Sendung war und ich fand ihn echt lustig, aber ich habe sehr viel mit Stefan Raab zu tun gehabt in den letzten Jahren und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass er mich immer engagiert hat. Metallica oder Rosenstolz? Rosenstolz auf jeden Fall. Super. Ja, brauche ich nicht mehr zu sagen, ne? Bier oder Champagner? Champagner, aber ein Champagner mit ein bisschen Orangensaft drin. So, das Wort, was ich hier stehen habe, schreibe ich seit jetzt mal nicht. Currywurst, Pommes, Mayo oder Hummer? Ich bin kein Fischesser oder also was? Currywurst, Pommes, Mayo. Ja, Currywurst. Weil der Bauch muss ja gepflegt werden. Ja, auf jeden Fall. Freunde, wie gesagt, das Album kommt vom Ross am 12.2. Kommt das auf den Markt drauf? Und wir haben welche, wir verlosen, ne? Ist das nicht richtig? Wir verlosen noch welche. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt da haben. 3 oder 5? 5, glaube ich. Wir verlosen 5 auf jeden Fall 5. Ihr müsst die Augen aufhalten und immer wieder hier rein gucken, weil ihr... Denk mal, wir werden dann mit dem 12.2. Wir haben es. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ab nächster Woche Montag mit einer Verlosung anfangen. Ah, super. Ganz, ganz, ganz schwierige Fragen natürlich. Einige Fragen könnten vielleicht sogar erst im Interview schon beantwortet worden sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen, dass das Album richtig gut einschlägt. Dankeschön und danke für deine persönliche Meinung. Das fand ich ganz super. Immer gerne, weil leider bin ich ab und zu zu ehrlich. Du als Fachmann ist auch wichtig, das zu hören, dass du... Und vor allen Dingen bleib als Typ, so wie du bist. Lass dich nicht verbiegen. Oh, das kann ich leider nicht ändern. Ne? Es ist dank meiner Eltern und wie ich bin. Und ich bin ein gut gelaunter Mensch. Und wie du selber weißt, es gibt so viele Traurigkeit und Probleme in die Welt. Und ich will nichts anderes als was Positives in die Welt setzen. So, wenn die Leute mich sehen, dann wenigstens haben die ein bisschen Spaß. Oder? Und mit dem Album? Das macht deine Frau abends, ne? Sie hängt an deiner Wange dran. Immer so. Ah, das magst du, ne? Oh, sorry. Ja. Du hast auch Ja gesagt, das ist das Schlimmste. Klar? Ich gehe wohl,
ganz rot. Auf jeden Fall, das Positivste ist, vielleicht. Album kommt raus. Ja. Am 12.02. zum 10. Mal. Du bleibst bitte genauso, wie du bist. Ja. Obwohl ich bin im Moment, ich versuche ein kleines bisschen abzunehmen. Aber das ist nur, weil ich komme nicht in meine Hose rein. Also ich möchte nicht neue Hose kaufen. Ich habe richtig abgenommen, aber machen wir gleich hinter der Bühne. Ja. Wie das funktionieren kann. Ja, wirklich? Ja? Du isst gar nichts. Doch? Komm mal, erzähl uns. Die wollen auch den Tipp wissen. Ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren abgenommen, ca. 35 Kilo. Wirklich? Ja. Warst du so dick? Mein Gott. Cut. Nee, aber das ist fantastisch. Ich habe ein Spitzengewicht von 129 Kilo drauf. Und jetzt, wie du aussiehst, wow. Jetzt habe ich, glaube ich, so 93. Und wie hast du es geschafft? Viele Leute würden es gerne wissen, ich auch. Einfach nur Essen ein bisschen umgestellt. Okay, weniger gegessen. Auch weniger gegessen? Ja. Rauchen wieder angefangen, ich Idiot. Ach so, aber das haltet auch das, jemand ein bisschen schlanker, ne? Ja, das hält nicht schlank, weil ich aber die Kilos habe ich ja drauf gekriegt, wo ich das Rauchen aufgegeben hatte. Ach so. Da kamen auch ein paar Kilos mit da oben drauf. Trotzdem hat es aber lange gedauert, um das runterzukriegen. Nur macht nicht den Fehler, nehmt nicht pro Woche 10 Kilo ab, das bringt gar nichts. Weil man nimmt sehr gerne dann wieder zu, ne? Sehr gerne und sehr schnell. Mm. Also ich habe, glaube ich, die ganzen Kilos verloren innerhalb von 4 Jahren ungefähr. Peu à peu, immer langsam runter. Das ist super. Und jetzt bin ich nicht schlank, aber... Nee, aber... Die Hosen passen nicht. Ich sag dir eins, wenn wir alle aufstehen, hängt das ein bisschen tiefer. Dann ist alles gut, ne? Ich bin knapp über 25. Ein kleiner Bauch da. Was hängt tiefer? Ich meine halt den Bauch. Jetzt ist er draufgekommen. Du hast das sofort verstanden, ne? Und er war so, was hängt tiefer? Ich glaube, das ist eines der lustigsten Videos, die ich jemals veröffentlicht habe. Eines der lustigsten. So böse, so frech, ne? Das ist der Wahnsinn. Also heute Abend seht ihr mich nicht mehr. Ich werde heute Abend wahrscheinlich zu Hause liegen, einsam auf der Couch. Hab ein großes Handtuch dabei, weil ich nur noch weinen muss, weil ich heute so viel mitmachen musste mit dem Ross. Aber ich werde es überleben. Also, danke schön für deinen Besuch. Danke auch, war ganz, ganz toll. Super. Tschüssi, tschüss. Oh, oh, oh Gott, oh, oh Gott.